Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig ganz nah dran. Heute bei... Und nun viel Spaß. Und für diesen Europatag ist es uns gelungen, hochkarätigen Besuch hierher zu kommen, nachdem jetzt ich darf vorstellen, das ist der Herr Koschig. Herr Koschig ist Mitglied des Deutschen Bundestages seit 1990 involviert drin, vertritt hier den Wahlkreis Bayreuth und ist gleichzeitig, deswegen also besonders hochkarätiger Besuch, ist gleichzeitig parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, das heißt einer der beiden engsten Mitarbeiter von Herrn Schäuble und wird natürlich hier auch ein bisschen über seine Arbeit sprechen. Ich verspreche mir und euch interessante Informationen und ja, herzlichen Dank, Herr Mikowski, lieber Herr Menzel, meine lieben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums. Ich freue mich, dass ich heute im Rahmen dieser Europawoche, wo in Berlin und in ganz Deutschland Mitglieder der Bundesregierung und von Landesregierungen ausschwärmen, um mit Schülerinnen und Schülern über Europa zu diskutieren, die in Deutschland Steuerzahlen von anderen europäischen Ländern zahlen, also Leute, das können wir nicht machen. Wenn die sich nicht an das Vereinbarte halten, können wir jetzt nicht weiter Geld geben. Deshalb kann es durchaus passieren, dass so im Sommer dieses Jahres Griechenland vor der Frage steht, schaffen die das noch, kriegen sie noch internationale Hilfe, gehen sie möglicherweise bankrott, müssen sie die Eurozone verlassen. Also wir stehen da schon vor schwierigen Situationen und Entscheidungen in Europa. Und das zeigt, dass wir diese Herausforderung alle nur gemeinsam lösen. Also wir leben ja in einem Land, wo wir möglichst den Bürgern viel Freiheit zur Verantwortung lassen werden. Und momentan versuchen wir die Energiewende über Anreize. Natürlich auch über Gebote und Verbote. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir Griechenland wirklich schaffen zu retten oder auch andere Länder, die hochverschuldet sind, wie schaut es denn bei uns aus? Wir haben ja trotzdem dann noch auf unsere über 2 Billionen Euro Schulden. Ja. Wie wollen wir das dann lösen? Das ist ja eigentlich das große Problem, die große Verschuldung. Aber ich glaube, auch in unserem Land gibt es Armut, auch in unserem Land gibt es soziale Probleme, auch in unserem Land gibt es Arbeitslose. Aber es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ich eine Jugendarbeitslosigkeit von 2% habe wie in Deutschland oder ob ich eine Jugendarbeitslosigkeit von 25% habe wie in Spanien.